But I don't feel the cold so far. Wir sind gerade den Berg oben zu gehen. Da haben wir noch zwei Flaschen, hinten eine Flasche. Oder halt, da ist er. Da unten, ich weiß noch, man sieht, das ist schon der Parking. Parking war gut, das haben wir, der Parkplatz. Wir sind drei Leute und das sind so drei draußen. Das ist gar kein Zufall. Schnappen wir uns da jetzt jeder eine und genießen wir dann unten. Coors Light. Das hat sich ausgestellt, das ist ein Bier. Und die Dosen ist cold. Da sind Berge drauf und ganz blau sein. Die Berge ist cold und das Grau sein ist nicht so cold. Jetzt tue ich es gerade mal aufhängen. Jetzt ist der Berg mit die Hand weg im Grau. Und jetzt wieder geil blau. Und da ist es schon blau. Oh wow, I can smell it. Bring on the shelter. Stickert noch, sind wir beim Shelter. Heute ist das noch der Berg. Letzter Berg geschafft. Jetzt geht's noch eine Meile zum Shelter. Und dann war's das für heute. Bis der wird wahrscheinlich anstrengend. Drei so Berge drinnen gewesen, ungefähr wie der Zeit. Also, keine Ahnung, 1300, 1400 Höhenmeter, irgend sowas, und 20 Kilometer entfernt. Und wir haben ja schon 4:15, 10:30 zum Wandern angefangen. Also ganz schlecht bis zum Haus. Aber ich spiele schon ständig in die Füße jetzt. Vor allem das Sohn. Zur Grenze North Carolina, Georgia. Tag 7. So weit, so gut. 9 Meilen habe ich. 3:15 ist. Das ist das erste Mal, dass ich den Nebel verzirke. Erster Bundesstaat. It's a great morning. Yeah, maybe just 7 miles for us today. Do what? Just 7 miles for us. Seven? It's a deep gap. And I think we're only shooting for like 10.
So, Tag. Ich glaube auch 8, 9:13 Uhr. Ich hoffe, einen recht guter Tag mit nur 7 Meilen, weil wir haben vor, dass wir dann bei so einem Hiker-Hostel schlafen und von dort aus in die nächste Stadt nach Franklin fahren. Und morgen legen wir dann eine Zero Ride, das heißt, einen Tag ohne Wanderung. Hier, hoffentlich funktioniert das. Es ist noch ein bisschen unklar, weil wir noch nicht genau wissen, ob wir wirklich schon was reserviert haben, platzmäßig. Weil es da einfach mit dem Handyempfang so schlecht ist. Aber hoffen wir aufs Beste. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber dahinter der See, das ist nochmal der Lake Hiawassee. Man nennt den Appalachian Trailer den grünen Dundel. Ich glaube, da sieht man ganz gut warum. Gut geht, war das halt der letzte Berg und das ist viel noch 11 ungefähr. Das heißt jetzt schnell down, schnell runter zum Deep Gap und vielleicht ist dann schon das Shuttle unten. Immer hinterher müsste noch jetzt sein und vor mir der Ordnat mit der zwei. Ich bin jetzt eigentlich schon die letzten paar Tage unterwegs. Zwar echt Kamotte. Also die Not Yeti ist eine Japanerin und der Ordnat ist ein Amerikaner. Ich glaube aus Pennsylvania oder irgendwoher, wo er gesagt hat. Oder New Jersey, sowas. Ja. So weit, so gut. Ziemlich heftig Abstieg da. Knöchelbrecher vom Feinsten. Deep Gap. Schau mal, ein Shuttle da ist, was uns mitnimmt. Deep Gap. Jeder macht gerade ganz gemütlich Pause. Bevor es dann wieder da noch rumgeht. 1200 Feet ungefähr. Also, ich glaube, es ist irgendwas um die knapp 400 Meter, so Z-Höhe. Mit dem Kia fahren wir heute ins Hostel. Lass es uns gut gehen, morgen tun wir noch nichts machen. Geil. She's gonna be surprised at how crowded it is. So, trying to warn her. Your hiker season. Yeah. But I mean, she's going hiking anyway, so if anything, hopefully. Yeah, upstairs. Hiker Hostel geschlafen habe, jetzt geht's wieder zurück mit Shuttle. Wir warten jetzt eigentlich nur mehr auf den Ordnat und auf die Not Yet. Und hoffen, dass der bald kommen, weil er schaut schon richtig. Tag 9, ich glaube zumindest Tag 9 oder Tag 10, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, Wetter passt super.
Geschlafen habe ich gestern im Gouda Grove Hostel. Sind voll so einen lässigen Typen. Ja. Eigentlich wollte man heute einen Zero machen, das heißt nichts wandern. Aber das Wetter hat heute sogar gepasst, dafür sagt am Sonntag Schircher. Jetzt haben wir gesagt, tun wir durchwandern und Sonntag nehmen wir den Zero. Dann passt es. Und ja, mal schauen, was der Tag bringt. Tja, gestern war ein ziemlich cooler Tag. Nur, ich glaube, 7 Meilen oder was sind wir gegangen. Und das haben wir aber geflogen. Das haben wir echt schnell gegangen, dass wir rechtzeitig zum Shuttle gekommen sind, das uns nach Franklin gebracht hat. Und Franklin dann eben haben wir bei dem, ja, Hippie, mehr oder weniger halt ein Hippie geschlafen. War eine lässige Absteige und am Abend sind wir dann noch gut essen gegangen beim, ich glaube, Motor Grill and Bar hat irgendwie so das Ganze geheißen. War aber echt gut. War so ziemlich ähnlich wie True Failures. Und über John war ein bisschen größer. Ja, dann machen wir noch heute früh ein bisschen einkaufen, dass wir die nächsten 3 Tage essen haben und jetzt geht's halt weiter, ja. Jetzt gehe ich gerade auf den Standing Indian Mountain und der ist der aller recht gemütliche Berg. Wir probieren, dass ich einmal auf den Berg komme, ohne dass ich schwitze. Und dabei hat das aber noch hin. Also, schei langsam und gemütlich. Aber es wird schon geil. Wow! It's gorgeous. Totally worth. Standing Indian Mountain. Wow! Can you see the trail? Is that the trail right there? Remember, he said in the car, when you get up here, you'll be able to see the trail when you get up to the top. Ah, okay. We just walked that whole trail down there. Then this must be Deep Gap, or? I'll be honest with you. Let's go. Das ist unser Campingplatz für heute. Und vielleicht sieht man es aber, da mal gerade kochen. Passt genau der Baumstamm dafür. Aber gemütlicher Tag nur, ich glaube 5 Meilen. Ja, Wetter war super. War ein schöner Berg dabei, der Indian Standing Mountain, glaube ich. Und morgen geht es dann weiter. Ich glaube, der Gelf. Und muss ich sagen, bis jetzt war das der allercoolste Campingplatz, seit ich in Amerika bin. Gut geschlafen. Das war nämlich so viel von den Blättern am Baum. Das war wie ein bisschen wie eine zweite Matratzen, also echt angenehm. Ja, heute werden wir schauen, dass wir wieder 12 Meilen schaffen, weil gestern waren es eh nur 5. Ich meine, wir haben zwar erst um 1 am Nachmittag ungefähr angefangen, aber trotzdem 12 Meilen heute. 12 Meilen morgen und dann noch einmal 5 Meilen übermorgen und dann machen wir wirklich und endlich den Zero, also den Tag ohne Wandern. Bis jetzt sind 11 Tage und wir haben eigentlich jeden Tag sind wir gegangen, zwar nicht immer die geplanten Meilen, aber wir liegen nicht so schlecht. Jetzt sind wir derweil auf knapp bei Meile 100 und Tag 11, also ja, nicht so weit hinten. Da haben wir so einen Waldbrand. Mal angearbeitet haben. Das ist ein ziemlich cooler Wald. Thank you.
Hey there. Not yet. The real one. So, 12 Meilen Hummer. Jetzt schlafen wir da. Im Long Branch Shelter. Das ist der Shelter. Passend sind wir. Cool. Ja, war ein geiler Tag. Halt. Die 100-Meilen-Marke haben wir halt geknackt offiziell. Also wenn man Approach Trail nicht mitrechnet. Und auf dem ersten Aussichtsturm waren wir, es gibt ja einige. Aber cooler Tag, das Wetter war perfekt. Aufstieg war brutal auf dem Berg, wo der Fallbaum steht. Spaß. Dann nochmal 12 Meilen. Dann schlafen wir, dann nochmal, ich glaube, nur 3 Meilen. Und dann haben wir endlich unseren Zero. Und dann sind wir mehr oder weniger 12 Tage jeden Tag gewandert. Und ich freue mich schon drauf. Und so schaut der Shelter aus. Das ist geil. Ich kann sehr sagen, dass uns keine Leute da sind. Du kannst Essen machen, der Zeug ausstellen, du kannst schlafen. Und der ist einer von den wenigen, der eine zweite Etage hat. Da laufen wir halt. Du kannst Essen machen, ein Feuerstall. Das ist heisel.
gehen. Es ist, ich glaube, Tag 11, aber ich werde es mir die Tage in Zukunft lassen, weil ich verliere da langsam einen Überblick. Es ist heute auf jeden Fall der 13. Freitag der 13. Okay. Schlafen wir mit Kurzarbeit. Als Frühstück jetzt gehen. Eier mit Speck, also halt sehr fertig. Backerl, das war aber echt nicht schlecht. Und jetzt geht's mal weiter. Heute 12 Kilometer, morgen ein paar Kilometer, 12 Meilen. Morgen ein paar Meilen und dann sind wir hoffentlich irgendwo, wo wir endlich mal einen Alltag machen können. Das ist die Straße nach Franklin. Wow, first meadow, huh? Ende vom heutigen Tag. Jetzt sind wir gegangen 12,5 Meilen, ziemlich genau. Und wir sind jetzt auf dem, wie heißt der? Seilerbald. Und da oben sieht man, das ist der eigentliche Spitz vom Berg. Wir sind noch ein bisschen unterhalb. Da ist ein bisschen windgeschützter. Morgen gehen wir dann noch 3 Kilometer bergab, auf der Seite durch. Und um 9 Uhr Vormittag werden wir dann abgeholt. Vom Nantahala Mountain Lodge liefer, habe ich keine Ahnung. Und da werden wir dann unsere zwei endlich schwer verdienten Zero-Tage schnappen. Also Zero-Tage sind es zwei, Zero-Tage ist einer, weil der morgige Tag, da gehen wir 3 Meilen, also ist das ein Nero, also Nian Zero, also der heißt Nero. Und der Sonntag selber, wo es dann Sturm und Schlechtwetter aussagt, das ist dann der eigentliche Zero. Hier sind wir auch schon nur wir drei da oben auf dem Berg. Die anderen sind irgendwo, ich glaube, 1,5 Meilen weiter unten wegen einem Shelter. Ich glaube, Seilerbald Shelter. Und was noch passiert, aber da haben wir unsere Bärbags aufgehängt. Die kommen da fröhlich im Wind. Aber nicht. Da wischt es kein Bär. Hier, so, also, der Tag heute wieder gewesen. Zuerst ist mir nicht so gut gegangen am Vormittag. Keine Ahnung, da war ich einfach komplett down und alles. Und dann, wenn wir eigentlich am Fuße von dem Berg haben, ganz unten, das war ja schon sowas gegen 1:30, 2 oder was, haben wir dann Pause gemacht. Dann, nach der Pause ist mir dann eigentlich wieder besser gegangen. Dann sind wir durch aufmarschiert, ganz klasse. Und jetzt stehen wir da und genießen da Sonnenuntergang. Tag 14, nicht Tag 14, heute ist der 14. Und 1,5 Meilen haben wir, sind es noch mehr 1,5 Meilen. Und dann werden wir um 9 Uhr werden wir abgeholt und zum Nantahala Mountain Lodge gebracht. Da relaxen wir dann heute und morgen, aber morgen sagt er einen wilden Sturm auch und dann sitzen wir aus und dann geht es schon wieder dahin. Und nächste Woche, also am Montag, wenn wir wieder anfangen zum Wandern, sollte man normal in der Woche
zum NOC kommen, zum Natalhalla Outdoor Center, zu dem, was man immer wieder in die Wiede sieht, und auch zum Fontana Dam. Der Fontana Dam ist gleichzeitig der Eingang vom Smoky Mountains National Park. Coole Sachen alles, was da jetzt kommen. Bin ich gespannt, ja. Schlafen war voll cool am. Der Sturm ist voll gegangen, da haben wir so einen guten windgeschützten Platz gehabt. Da ist der Sturm wirklich rein oben drüber gezogen. Und unten ist zwar ein bisschen die Plane gegangen vom Zelt, aber kaum eigentlich. Es war echt cool. Und ich glaube schon langsam gewöhne ich mich jetzt an die zentimeterdicke Isomatten. Den ersten, ja, keine Ahnung, 10, 11, 12 Tage, ich weiß jetzt nicht, wie viel das wir jetzt schon haben. Aber war das schon sehr gewöhnungsbedürftig. Als du auf dem Boden liegst und eigentlich normalerweise so 20, 25 cm dicke Matratzen unter dir hast, daheim im Bett. Und da halt nicht, aber schon langsam fängt es an zu funktionieren. Cool. That's our way for tomorrow, for Monday. All right. Da werden wir jetzt abgeholt. Also in 50 Minuten. Und vielleicht geht es aus, dass ich heute ins Postamt nach Franklin komme. Weil dort ist ein bisschen Ausrüstung von mir deponiert, was ich eventuell brauchen würde, wenn ich in die Smokies komme. Weil es da recht kalt sein kann. So, 14.04. Samstag, und jetzt ist eigentlich schon am Abend, jetzt ist schon Viertel nach sieben am Abend, und da schlafen wir halt im Aquone Cabins. Ich glaube, es heißt Natalhalla Mountain Lodge oder irgendwie so, und ja, voll cool eigentlich. Ja, wir sind eh schon seit, ich glaube, 10 Uhr am Vormittag sind wir schon da. Wir haben heute nur einen 3-Meilen-Tag gehabt. Haben die ganz gemütlich runtergebogen, und ja, dann hat uns eh der Besitzer selber abgeholt. Das ist ein ehemaliger Thru-Hiker, also der einen ganzen Trail schon gemacht hat, und der kommt aus England. Und der hat die ganze Cachen da jetzt selber aufgebaut mit seinen eigenen Händen, also schaut aus wie ein Blockhitten. Ich gehe da nicht rein, innen schaut es noch voll cool aus und ist auch voll cool, also vom ganzen Ablauf her und so weiter. War das echt ziemlich lässig, war echt streng, echt brutal. Den habe ich nicht gerechnet, weil wir sind auch gekommen. Erste, was war, in einem eigenen so einen Schuppen, haben wir einige müssen einen Rucksack hergeben, dann Schuhe ausziehen, Socken ausziehen, Socken in seinen eigenen Waschsack rein. Dann sind wir begleitet geworden zur Dusche. Also jeder hat eine eigene Dusche natürlich gehabt. Dort hat sich jeder duschen müssen. Duschen müssen, die ganze Wäsche in den Waschsack rein. Dann haben wir eine eigene Wäsche zur Verfügung gestellt gekriegt, weil die eigene haben wir nicht nehmen dürfen. Auch wenn die sauber war, weil es könnten ja Bettwanzen, Flöhe, Zecken und so weiter drinnen sein. Und nachdem nachher die Besitzerin alles gewaschen hat, haben wir uns umziehen dürfen, also die wieder die eigene Wäsche anziehen dürfen. Und ja, seitdem sitzen wir jetzt da eigentlich dann in der Hütte ganz gemütlich, tun überhaupt nichts, außer Fernseh schauen, essen, ein bisschen quatschen, und voll gemütlich, also wirklich, es ist wirklich ein Zero, also wirklich da, ich glaube, wir haben da keine 100 Schritte oder was den ganzen Tag über gemacht, und das ist jetzt da gerade eigentlich das meiste seit 10 Stunden, was ich an Bewegung wieder habe, das ist voll cool. Yeah, just making a short video of the cabin.
Das ist der Schuppen. Die ganzen Rucksäcke und Schuhe. I forgot to put my shoes on. They're very strict. Yes, they are. Ich vergesse meine Schuhe auszuziehen. Da sind sie ganz genau. Ganz happy. Das ist übrigens mein Rucksack und mein Schlafsack. Ein bisschen zum Austrocknen. Alles so gemacht für ihn. Ich glaube das nicht. Aber die Wendeltreppen und das alles hat er selber gemacht. Schlafzimmer. Good to go. And the shop. And hacker trash, yeah. Das ist mein Bett. Und da könnte man theoretisch aussehen. Tja, I don't mind. Wird das was reich werden für uns? Cool. Ja, und morgen sage ich den wilden Sturm an. Und wir haben heute ein bisschen Nachrichten geschaut und es geht voll um. Also sie berichten schon von Tornados und Zerstörungen und Überschwemmungen und so weiter. Aber so wie es ausschaut, wird es uns da im Südosten nicht ganz so hart treffen. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich nicht irgendwo draußen im Wald bin. Und mal schauen, was wir morgen machen.